Bevor ich die Aufgabe erläutere, möchte ich zunächst erstmal die gewünschte Funktionsweise, die in dieser Aufgabe gefordert ist, hier mal an einer Lösung demonstrieren, weil das lässt sich mittlerweile gar nicht mehr so ohne weiteres über einen PDF-Ausdruck beschreiben, was eigentlich hier gewünscht ist, weil wir möchten hier eine gewisse Funktionalität implementieren. Und zwar haben wir Folgendes: Ich habe hier ein Formular, das kann zum Beispiel ein Rechnungsformular sein, wo ich hier eine Artikelnummer eingebe. Dann eine Artikelbeschreibung, das habe ich immer relativ fantasielos einfach nur Artikel X, also 1, 2, 3 genannt. Ja. Hier kommt normalerweise eine richtige Beschreibung rein. Dann gebe ich hier die Anzahl ein, den Einzelpreis und einen Rabatt, der wird eventuell gewährt, automatisch, sobald der Gesamtpreis pro Artikel, also Anzahl mal Einzelpreis, über die Rabattgrenze fällt, die ich hier oben dynamisch einstellen kann. Ja, ich kann zum Beispiel eine Rabattgrenze einstellen von, sagen wir mal, 50 Euro. Und dann sieht man, da bekomme ich überall 25, also fast überall 25%, sobald ich halt über 50 pro Artikel über 50 Euro komme oder halt über 150 Euro, dann sind es halt weniger Artikel. Ja, die Rabatt von 25 wird quasi immer konstant gewährt. Ja, man könnte rein theoretisch, also ist ja nicht gefordert, auch noch den Rabatt hier oben mit dazugeben. Man könnte sich auch eine Staffelung hier mit einbauen. Ja, also okay, bei 150 Euro gebe ich meinetwegen 10% Rabatt, bei 500 Euro 15 und so weiter. Könnte man auch machen. Das ist allerdings jetzt hier nicht so kompliziert. Aber das nochmal als Hinweis können wir entsprechend ausbauen. Und dann wird hier hinten nochmal ausgerechnet der Gesamtpreis pro Artikel. Und wo der Rabatt gewährt würde, wird das nochmal hervorgehoben, hier so farbig, blau und natürlich auch automatisch abgezogen. Und eine gewisse Funktionalität, die jetzt hier gar nicht so vielleicht auf den ersten Blick auffällt, ist die folgende. Hier wird nur dann was berechnet, wenn hier in diesen drei Spalten, also Artikelnummer, Anzahl und Einzelpreis, gültige Werte drin stehen. Das wird zum einen damit erreicht, weil hier eine Datenüberprüfung stattfindet, die ist schon voreingestellt, weil das war nicht, ist nicht Inhalt dieser Lektion, das wurde schon in einer anderen Lektion mit abgehandelt, aber es hat darauf seiner mal hingewiesen. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinklicke und hier zum Beispiel jetzt irgendwas Ungültiges eingeben will, zum Beispiel in Text oder so, dann kommt hier eine Fehlermeldung, ich muss das im Prinzip wiederholen und nochmal neu versuchen. Oder hier auch eine Kommastelle, Zahl wird auch nicht akzeptieren. Er akzeptiert im Prinzip hier nur ganze Zahlen dieser Art. Ja, ich muss also hier eine gültige Artikelnummer eingeben. Das ist schon mal der nächste. Das ist im Prinzip egal, was ich hier reinschreibe. Das wird nicht überprüft. Das kann ich also hier ignorieren. Dann muss ich hier eine sinnvolle Anzahl eingeben. Da gehen auch keine Komma. Ja, muss auch wieder eine ganze Zahl sein. Da geht auch keine Minus. Geht auch nicht. Ich muss also hier also eine sinnvolle Angabe tätigen. Und hier kann ich im Prinzip auch eine Kommazahl eingeben. Aber auch hier geht meines Wissens nichts minus. Ja, es muss im, aber 0 geht. Das geht schon. Also kann theoretisch auch ein Artikel nichts kosten lassen. Ja, und dann gebe ich hier nochmal meinetwegen 100 ein. Und sobald es das Ganze über 150 Euro kommt, das wären dann 500 Euro, wird ein Rabatt gewährt und der wird dann hier hinten automatisch abgezogen. Und Sie sehen, sobald ich hier eine gültige Eingabe mache, wird das dann berechnet und dann wird ja was eingetragen, also auch Rabatt. Und wenn aber nichts, also kein Rabatt zum Beispiel gewährt wird, sind die Zellen leer. Dann zeigt sich ja nichts an, auch keine Null oder so. Und hier unten dasselbe. Ja, also auch hier wird dann nichts angezeigt, obwohl ja was drin steht. Ja, also hier steht ja was drin. Wenn Sie sehen, sehen Sie quasi die Formel, die drin stehen und hier. Aber dennoch erscheint das nach außen hin, als wäre das leer. Ja, und das ist das Ganze, was wir uns hier anschauen wollen, dass diese Funktionalität, die wollen wir implementieren in der Folge. Und zum Schluss, auch das ist nicht, das ist jetzt nicht Kern dieser Arbeit, dieser Aufgabe, kann man das Ganze noch aufsummieren, den Gesamtpreis, dann die Mehrwertsteuer und Versandkosten und dann noch. Aber das ist dann Spielerei, ja, das ist dann jetzt nicht Kerngebiet dieser Lektion. Aber das wollen wir uns mal anschauen, wie das geht, wie kann ich das so aufbauen, dass ich halt so ein doch recht funktionales Formular erstellen kann, was im Prinzip noch ausbaufähig ist. Wie gesagt, man könnte sogar Rabatte hier noch staffeln, ja, dass man im Prinzip hier die Rabatte noch abhängig macht von gewissen Werten. Wäre vielleicht eine Idee für eine Prüfungsaufgabe. Ja, da hätte es dann drei Smileys. Ja, jetzt haben wir hier nur zwei Smileys, aber wenn man zum Beispiel jetzt hier die Rabatte noch staffeln würde in der Form, dass man hier sagt, okay, bei 150 Euro mache ich 10%, mache das ja einfach mal so zum Spaß. So, mache ich jetzt 10% und ab 500 Euro gibt es meinetwegen, was haben wir da noch? 25%. Halt, da ist eine Komma zu viel. Und dann ab 1000 Euro 30. So könnte man das jetzt aufbauen. Prozent.
Hier noch ein Euro dazu. Wo haben wir es? Halt, das wäre das falsch. Ich mag das nicht so da vorne, da hinten. Und jetzt könnte ich hier das so aufbauen und könnte das, achso, 30% wollte ich da haben. Und dann könnte man das auch so aufbauen, dass er dann quasi, dann kann man da quasi drei Rabattgrenzen festlegen und die werden dann unten automatisch eingebunden. Ja, das wäre dann im Prinzip, wenn man das Ganze in der Prüfungsaufgabe ausbauen wollte und hier das Ganze mit drei Smileys besägt. Also quasi, das wäre dann noch ein Schwierigkeitsgrad höher. Aber der Ansatz wäre dann im Prinzip dasselbe. Okay, soviel zur Einführung. Wie geht man diese Aufgabe nun an? Es gibt ja verschiedene Varianten, wie man sowas angehen kann. Ich würde hier folgenden Weg vorschlagen. Ich werde zunächst erstmal definieren, dass er nur dann rechnen soll, oder nicht definieren, sondern nennen wir es mal programmieren. Andere würden sagen einstellen. Wenn hier ein gültiger Wert drin ist, hier und hier. Sie haben vielleicht schon mit meiner Formulierung bemerkt, ich habe immer und gesagt. Hier und hier und hier. Das heißt, Sie haben eine Bedingung, müssen also prüfen, ist hier ein gültiger Wert drin. Und in allen drei Zellen oder drei, ja, nennen wir es mal Zellen, muss also ein Wert drin sein. Also eine Und-Verknüpfung. Ja. Eine Oder-Verknüpfung würde bedeuten, dass es genügen würde, wenn in einer von den drei Zellen ein gültiger Wert drin steht. Aber wir tun es mit Und verknüpfen, das heißt, alle drei müssen einen gültigen Wert vorweisen. Erst dann beginnt hier eine Berechnung. Das ist das eine. Die Frage ist, wie kann ich jetzt überhaupt gültige Werte hier sicherstellen? Und das ist jetzt nicht Inhalt dieser Übung. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen. Wir haben ja eine Datenüberprüfung eingestellt. Die finden wir hier unter Daten. Dann hier oben Datenüberprüfung. Schauen wir da mal rein. Und da ist hier eingestellt, zum Beispiel bei Artikelnummer, da werden nur ganze Zahlen akzeptiert, die größer als 0 sein müssen. Das Ganze wird mit einer Eingabe und einer Fehlermeldung hier noch begleitet, sodass der User auch weiß, wenn er was Falsches eingibt, was er falsch gemacht hat. Dasselbe ist hier. Gehen wir da nochmal rein, die Datenüberprüfung. Ja, da werden im Prinzip auch nur ganze Zahlen größer als 0 definiert, hier für die Anzahl. Ja, da macht es keinen Sinn, da jetzt die Dezimalzahlen und so weiter. Und dasselbe haben wir auch hier bei dem Einzelpreis. Ja, allerdings haben wir Dezimalzahlen und die sind größer oder gleich. Gut, hier haben wir sogar noch die 0 akzeptiert für den Fall, dass man hier irgendwie sagt, okay, ich möchte jetzt meinetwegen keinen Preis dafür auszeichnen, gebe ich halt dann eine 0 ein. Das kann man sich dann selber überlegen, wie was man hier zulässt und was nicht. So, damit kann ich das mal sicherstellen, dass hier wirklich gültige Werte eingegeben werden. Vielleicht noch ein anderer Hinweis, ich gebe ja Zahlen ein, aber die werden so komisch dargestellt, ja, in so einem Code. Ja, das ist einfach ein Sonderformat, wie Sie sehen. In Wirklichkeit sind es nichts anderes hier als Zahlen, die ich eingebe. Und durch die Verwendung eines Sonderformats, das finden Sie hier unter, ich glaube, das war Postleitzahl, wenn ich das, nee, hier Sonderformat, Post, genau, Postleitzahl, dann wird das halt dann so dargestellt, ja. Aber ist das Schöne an dieser Methode, ich habe hier immer noch Zahlen, ich kann das also sortieren und so weiter. Es wird halt nur in dieser Form dargestellt, dass es halt immer so, wie sagen wir hier, fünfstellig angezeigt wird. Mit so einem kleinen Trick kann man halt solche Sachen erzeugen. Hier, ob hier was eingetragen wird oder nicht, das lassen wir mal dahingestellt. Das wollen wir nicht, das ist jetzt keine Bedingung. Das heißt, das könnte ich auch noch überprüfen. Ist hier was eingetragen? Da werde ich dann noch eine vierte Spalte, wo ich die auch noch mit reinnehme. Aber in dem Fall würde ich sagen, das tun wir uns schenken. Das werden wir nicht überprüfen. Okay, fangen wir hier an. Ich mache jetzt hier eine. Achso, ist eh nochmal beschrieben, was hier gemacht werden soll. Ermitteln Sie den Betrag pro Artikel einschließlich des Rabatts. Das schauen wir uns dann später an. Beachten Sie, dass ein Rabatt in der Rechnung kann, wenn überhaupt, gewährt, wenn dass die Zellen nichts anzeigen, wenn kein Artikel in der Zelle eingegeben ist. Ja, das heißt, wenn hier nichts eingegeben ist, dann soll hier auch nichts anzeigen. So, machen wir das einfach mal. Ich gehe jetzt hier rein, dann rufe ich die Wenn-Funktion auf. Gehe also auf, wo haben wir es jetzt hier, Formeln. Dann auf Logisch, rufe die Wenn-Funktion auf. Meine Bedingung ist, dass in allen drei Zellen gültige Werte sind. Also ich brauche eine Und-Verknüpfung, weil wir drei verschiedene Kriterien, die wir verknüpfen müssen, die auch erfüllt sein müssen, die wahr sein müssen. Also gehen wir jetzt auf Und. Gehen also hier auf weitere Funktionen, wählen hier die Und-Funktion. Und jetzt gehen wir in den ersten Wahrheitswert rein, gehen dann wieder auf weitere Funktionen, gehen hier unten rein und müssen auf Information gehen.
Und hier haben wir so ein paar Funktionen, mit denen man so Informationen abfragen kann. Zum Beispiel kann man sagen, ist Fehler, kann ich einen Fehler prüfen? Oder ist Formel? Ich kann zum Beispiel gucken, ist da ein Formel drin? Oder ist da ein Fehler drin in der Zelle? Ja, ich kann aber auch sagen, ist die Zelle leer? Kann ich auch fragen. Ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder ist da, ich glaube, hier ist, haben wir das hier? Ja, ist Text oder x Zahl. Ja, all diese Dinge können Sie hier abfragen. Und in unserem Fall ist er ein gültiger Wert, im Prinzip eine Zahl. Aufpassen, ja, man könnte auch leer nehmen, aber leer hätte wieder den, also ist nicht leer in dem Fall, müsste man dann nehmen. Dann würde er im Prinzip wahr rausgeben, wenn die in der Zelle irgendwas steht. Aber ich finde es klüger, mit ist Zahl zu kommen. Warum? Weil es im Prinzip, haben wir ja eingestellt, da sollen Zahlen einzugeben sein. Und da werden auch nur Zahlen akzeptiert, wenn man da irgendwas anderes eingibt, was eigentlich nicht möglich ist durch die Datenüberprüfung. Aber wenn die Datenüberprüfung nicht da wäre, dann könnte man hier noch das zusätzlich noch mit überprüfen, dass wirklich auch gültige Werte drin sind. Deswegen finde ich hier Ist-Zahl am besten. Gehe also auf Ist-Zahl und sage, hier muss eine Zahl drin sein. Jetzt gehe ich zurück in die Und-Funktion und mache hier dasselbe Spiel. Gehe also auf die letzte Funktion, Ist-Zahl und sage, hier muss eine Zahl drin sein. Zurück in die Und-Funktion. Klicke hier unten rein. Letzte Funktion ist Zahl. Klicke hier Assistenten rein und sage, auch hier muss eine Zahl drin sein. Schauen wir uns die Und-Funktion nochmal an. Das heißt, wir überprüfen jetzt in allen drei Spalten, also Artikelnummer hier, ob da eine Zahl drin ist. Hier Anzahl, deine Zahl und Einheitspreis. Und erst wenn alle drei quasi wahr sind, dann soll hier was rechnen. Ja. Theoretisch könnte man auch sagen, okay, ich mache das nur von diesen beiden abhängig, denn für die Rechnung ist eigentlich also für eine saubere Rechnung oder erfolgreiche Rechnung ist eigentlich unerheblich, ob hier vorne was drin steht. Ja, das ist eigentlich dafür egal. Ich könnte, sobald ich hier zwei gültige Werte drin habe, könnte ich eigentlich schon rechnen, so könnte man das auch machen. Aber wenn man vielleicht verhindern will, dass jemand irgendwie eine Rechnung ausgibt, ohne da einen Artikel zugeordnet zu haben, zumindest ist eine ID, dann kann man das auch so machen. Ja. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt gehen wir in die Wenn-Funktion zurück und sagen jetzt, was soll dann passieren, wenn das wahr ist? Und jetzt schreibe ich hier einfach mal rein, rechnen. Okay, die Rechnung selber schauen wir uns dann noch an. Beziehungsweise wir können sie eigentlich schon machen, die Rechnung, ist allerdings ohne Rabatt. Wir sagen einfach, ist gleich das, also die Anzahl mal den Einheitspreis. Und ansonsten, und jetzt kommt der ganze Spaß, wie mache ich das, wenn es nichts ist? Dann gebe ich einfach einen Leerstring an. Ja, ein Leerstring ist hier nichts anderes, kann ich hier ein bisschen ranzoomen, na, ist nichts anderes als Anführungsstrichen auf und Anführungsstrichen zu. Also einfach nur ein leeres String. Und das sieht dann so aus, als wäre die Zelle leer. In Wirklichkeit ist sie aber nicht leer. Ja, da ist was drin, aber von nach außen hin tun wir so, als wäre sie leer. Gehen auf OK. Und jetzt sehen wir hier, er rechnet nur dann, wenn hier die Werte entsprechend gegeben sind. Und ich kann es nochmal kurz ausprobieren. Sobald ich jetzt hier mal eine Zahl eingebe, hier passiert noch gar nichts. Ja, gebe ich hier was ein, passiert auch noch nichts. Erst wenn ich hier was eingegeben habe, dann rechnet er das Ganze durch. Ich werde dir nochmal zeigen, was würde passieren, wenn ich jetzt diese ganze Sache nicht machen würde. Nehme an, ich mache das nochmal kurz hier drüben. Ich würde jetzt einfach sagen, okay, ich ignoriere das, ich mache einfach das mal das und Enter. Ja, dann wird die Newton überall 0 eingetragen. Ja, also das bitte beachten. Das wollen wir nicht und deswegen diese Geschichte mit der Wenn-Funktion. Ich nehme das ja nochmal raus und werde jetzt den Rabatt noch ermitteln. Und beim Rabatt ist es so, da soll im Prinzip ein Rabatt berechnet werden. Das steht auch hier beschrieben. Berechnen Sie den Rabatt. Ein Rabatt wird dann gewährt, wenn der Netto-Gesamtpreis, also das mal dem, größer ist, als diese Rabattgrenze, die ich hier oben festlegen kann. Ja, wenn dem so ist, dann soll ein Rabatt gewährt werden. Ich glaube von 25% steht irgendwo in der Anleitung. Ja, machen wir das mal. Also, allerdings auch hier muss ich schon aufpassen. Ich habe auch den Fall, oder ich tue es mal kurz jetzt mal krachen lassen und mache einfach mal Folgendes. Ich sage, also wieder die Wenn-Funktion,
gehen auf, wo haben wir sie? Formeln, dann auf logisch, dann auf Wenn-Funktion und prüfe jetzt, rechne es erstmal aus, das mal dem, oh, das habe ich mich ja, das mal dem ist größer als das. Man sieht, die Rabattgrenze ist benannt. Ja, da habe ich quasi, das habe ich hier benannt. Deswegen kommt ja nicht die Adresse J2, sondern hier der Name. Dann erkennen Sie das. Ich brauche es also nicht fixieren. Wenn das wahr ist, dann wird ein Rabatt gewährt von 0,25. 25%. Also, ich könnte den Rabatt auch noch flexibel machen, hier oben mit reinnehmen. Ja, dass ich hier oben steuern kann. Ich lasse es mal so. Da müsste ich jetzt mal in die Formel reinrennen, wenn ich den Rabatt ändern will. Aber jetzt tun wir es mal hier unten fest rein kodieren. Und wenn dem nicht so ist, machen wir wieder einen Leerstring. Dann zeigt er gar nichts an. Ja, gehen wir auf OK. Und natürlich noch entsprechend formatieren. Hier mit dem. Und jetzt haben wir das Ganze hier in Prozent. Jetzt können wir gleich mal in Euro formatieren. Oh, wo ist es? Euro, Euro, hier. Nehmen wir das. So. Ja, jetzt müssen wir den Rabatt noch berücksichtigen. Das haben wir bisher noch nicht gemacht. Also hier hinten müssen wir jetzt noch den Rabatt mit einbauen in unsere Formel. Und das heißt, für den Fall, dass hier ein Rabatt gewährt würde, müssten wir den noch abziehen. Ja, das mache ich. Jetzt gehe ich mal hier oben in die Formel rein und werde jetzt diese noch mit berücksichtigen. Gehe also jetzt in die Wenn-Funktion. Wo ist meine Berechnung? Die ist hier. Und hier rechne ich jetzt den Gesamtwert aus. Und jetzt mache ich eigentlich folgenden Trick. Ich rechne das Ganze nochmal das mal einen weiteren Faktor, wo im Prinzip jetzt sich mein Rabatt drinne verbirgt in diesem Faktor. Also Multiplikation noch, den füge ich mit hinzu. Rufe jetzt die Wenn-Funktion aus, weil die Multiplikation ist natürlich abhängig von dem, was da drinne steht. Ist ein Rabatt gewährt? Oder dieser Multiplikationsfaktor ist davon abhängig, was jetzt hier passiert in dieser Zelle. Ist da ein Rabatt gewährt oder ist keiner gewährt? Ja, wenn keiner gewährt ist, multipliziere ich das Ganze mit 1. Dann bleibt der Wert gleich. Und wenn Rabatt gewährt ist, dann muss ich das halt mit dem entsprechenden Prozentwert multiplizieren. Mache ich das jetzt einfach mal, gehe also auf die Wenn-Funktion. Das sind quasi zwei Fälle, die ich jetzt hier berücksichtigen muss. Rabatt oder kein Rabatt. Also habe ich eine Wenn-Funktion. Gehe also auf Formeln. Dann auf, halt, das muss ich wieder hier machen. War jetzt hier falsch. Also ich gehe auf Wenn. Und jetzt, wie kann ich rauskriegen, ob hier ein Rabatt gewährt würde? Ja, hier mal könnte es, wäre jetzt der Fehler zu sagen, auf 25 das zu machen. Es genügt einfach, aus meiner Sicht die eleganteste Variante in dem Fall ist zu sagen, einfach wieder auf Ist-Zahl zu gehen. Wenn hier eine Zahl drin steht, dann habe ich einen Rabatt. Also mache ich das, gehe wieder auf Ist-Zahl, sage hier Ist-Zahl, die haben wir die noch hier, ja, Ist-Zahl. Also wenn hier eine Zahl drin steht, und dann ist das ja falsch. Jetzt gehen wir zurück in die Wenn-Funktion, die ist hier. Wenn da eine Zahl drin steht, das muss ich dann machen, dann rechne ich im Prinzip 1 minus diesen Wert. Ja, weil aufpassen, das machen auch wieder viele falsch. Wenn ich 25% Rabatt gewähre, dann heißt das nicht, dass ich 25% vom Preis zahle, sondern ich zahle 25% weniger. Das heißt, ich muss 100 minus 25 rechnen, also ich zahle im Prinzip 75% vom Preis. In dem Fall muss ich wieder berücksichtigen, ich arbeite ja hier nur mit den Verhältnissen. Also hier steht zwar 25, wird ja angezeigt, aber in Wirklichkeit ist das ja nur als Prozent formatiert. Im Endeffekt ist das nur ein Verhältniswert drin, nämlich 0,25. Deswegen muss ich hier nicht mit 100 rechnen, sondern mit 1. Also 1 minus diesen Rabatt, der jetzt hier normalerweise drin steht. Ergibt dann im Prinzip genau der Preis, den Faktor, den man im Prinzip mit dem Preis multiplizieren muss, in dem Fall die 75 oder 0,75, um den Preis entsprechend zu reduzieren. Ja, und wenn dem nicht so ist, dann tue ich einfach mit 1 multiplizieren. Damit, das bedeutet, der Wert bleibt nicht verändert, der Gesamtpreis wird nicht verändert und bleibt alles beim Alten. Hier sieht man auch wieder schön, es kommt eine Fehlermeldung, ne, weil ich kann natürlich jetzt mit der hier ist kein Wert drin und deswegen kann das jetzt im Prinzip nicht rechnen, aber hier ist er falsch. Das heißt, der Fall wird gar nicht eintreten. Gehe auf OK und jetzt rechnet er mir hier die Prozente ab. Ja, sieht man jetzt schön. Man sieht ja noch, hier ist noch eine bedingte Formatierung drin. Die werden wir uns auch nochmal anschauen. Die habe ich vergessen zu löschen. Also ich will quasi noch die Zellen hervorheben, wo ein Rabatt gewährt wurde, dass man das auch nochmal sieht. Das ist eine Variante, wie man das machen kann mit dieser Geschichte. Also dass ich einfach hier nochmal, ich zeige es nochmal,
Hier rechne ich im Prinzip meinen Gesamtpreis aus und dann tue ich das Ganze nochmal mit dem Faktor multiplizieren. Den baue ich in eine Wenn-Funktion ein, wo ich hier, oder das sieht man vielleicht hier besser, wo ich hier quasi zwei Faktoren ausrechne. Also entweder tue ich das mit 1 multiplizieren, dann ist kein Rabatt gewährt worden, oder halt mit dem entsprechenden Prozentwert, 1, im Endeffekt 1 minus den gewährten Rabatt. Und das Ganze mache ich abhängig davon, ob hier eine Zahl drin steht. Also wenn hier eine Zahl drin steht, dann gibt es einen Rabatt, und wenn keine drin steht, dann wird einfach mit 1 multipliziert. Ja, so. Man könnte das auch anders machen. Ich werde das mal vielleicht hier drüben machen, nur mal so zur Proof-Effekt, um einfach mal zu demonstrieren, dass bei solchen Aufgaben oftmals viele Lösungswege gibt. Also es gibt nicht nur einen Lösungsweg. Gerade wenn diese, umso komplizierter die Algorithmen werden oder die Beispiele, umso mehr Möglichkeiten gibt es auch. In der Regel. Man könnte das auch machen. Sie haben vorhin die Fehlermeldung gesehen, dass ich das einfach, ich werde das hier mal vereinfacht hinschreiben, dass ich hier einfach sage, ich rechne einfach das mit der Funktion wenn Fehler, in denen ich einfach sage, ist gleich, ich mache das einfach, wie gesagt, nur mal exemplarisch. Also das mal dem. Und jetzt mache ich, lasse ich es einfach mal krachen, um zu demonstrieren, was dann passiert. Jetzt gehe ich auch mal rein und sage jetzt nochmal mal 1 minus den Rabatt, den gibt es nicht, aber mal sehen, was dann passiert. Enter. Und da kommen wir hier auf Wert. Ja, da kommt es nämlich zum Fehler. Ja, weil, warum? Ach so, muss hier, ich habe hier keine Funktion drin, das müssen wir uns hier oben anschauen. Warum ist das so? Weil er rechnet im Prinzip hier 1 minus und hier ist ein Wert drin, den kann er nichts anwenden, nicht verwerten. Da ist ein Leerstring drin, 1 minus Leerstring geht nicht. Wenn die Zelle wirklich leer wäre, dann würde er 1 minus 0 rechnen. Das ist, Excel ist das sehr kulant, wenn in der Zelle nichts drin ist, gar nichts, also wirklich überhaupt nichts. Ich zeige das mal hier drüben. Das ist auch ganz interessant zu wissen, wenn ich sage, ist gleich 1 minus dem und gehe auf Enter, dann komme ich auf 1, ja, weil hier ist nichts drin ist. Sobald ich allerdings einen Leerstring eintrage, das sieht zwar aus, als wäre das, das kann man gar nicht simulieren. Das kriege ich gar nicht so hin. Ja, na, das geht gar nicht so. Also, ja, das kann ich jetzt schlecht. Ja, doch, ich könnte, glaube ich, das so machen. Ist gleich Leerstring, das geht vielleicht. Ja, jetzt denkt man, ja, das ist eigentlich leer. Ja, aber in Wirklichkeit steht ja das hier drin. Ja, der ist nicht wirklich leer und deswegen kann es nicht als Null interpretieren. Ja, wie kann man jetzt damit umgehen? Ganz einfach, entsteht ein Fehler und auf den kann ich reagieren, indem ich auch die Funktion wenn Fehler verwende. Die baue ich jetzt einfach mal ein, gehe jetzt hier auf Formeln. Ich glaube, die ist auch bei Logisch mit drin, wenn ich jetzt nichts. Ja, ich muss allerdings diesen Ausdruck mir hier mal rausschneiden. Steuerung X, gehe jetzt hier auf, wo haben wir es? Formeln, logisch, wenn Fehler. Und hier trage ich jetzt den, hier oben bei Wert, gebe ich jetzt den Ausdruck ein, wo ich einen Fehler erwarte. Ja, das ist ein Ausdruck, hier geht zum Beispiel das, was ich vorhin gemacht habe, also dass ich quasi rechne 1 minus hier drin und wenn hier drinnen nichts ist, also keine Zahl angezeigt wird, dann kommt es zum Fehler. Und jetzt kann ich sagen, was soll ich machen, wenn der Fehler eintritt? Ja, und dann kann ich sagen, okay, dann tue ich einfach mit 1 multiplizieren. Ja, und gehe auf OK. Und das, Sie sehen, mit der können Sie das genauso gut machen, mit dieser Variante. Da kommen Sie auch auf dasselbe, die ist sogar noch ein bisschen kürzer. Also die Funktion wenn Fehler können Sie hier auch verwenden. Ja, also das wäre im Prinzip auch eine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Gut, ich habe jetzt die Sache noch nicht eingebaut, dass jetzt hier die Werte hier belegt sein müssen, ja, also die drei Spalten, das habe ich hier noch mit drin, ja, aber es ging ja nur darum, jetzt, wie kann ich den Rabatt integrieren, und da habe ich Ihnen jetzt zwei Varianten gezeigt, also entweder Sie machen das mit dieser Variante, mit dieser Ist-Zahl, dass Sie prüfen, ist hier direkt eine Zahl drin, und erst dann rechnen Sie, und wenn da keine Zahl drin ist, dann wird einfach mit 1 multipliziert. Hier bei dieser Variante lasse ich es einfach darauf ankommen, weiß allerdings, das kann zum Fehler führen, deswegen verwende ich hier die Funktion Wenn-Fehler. Und tu einfach so, und schreib dann oben bei der Funktion, ich kann es dir nochmal zeigen, hier oben den Ausdruck ein, wo ich einen Fehler erwarte. Man sieht doch hier in dem Beispiel, kommt zum Fehler. Wenn ich zum Beispiel hier reingehe, da kommt es zum keinen Fehler. Ja, dann ist es wahr. Nee, bin ich jetzt hier richtig?
Na, ich bin ja falsch, hier muss ich hin. So, hier kommt im Prinzip ein Wert raus. Ja. Das heißt, für den Fall, dass der Wert hier, dass das hier oben nicht zum Fehler führt, dann wird der Wert genommen. Wenn es einen Fehler gibt, dann wird der Alternativwert genommen. Ja, die Funktion, wenn Fehler, wollte ich nochmal vorstellen, die ist sehr, sehr praktisch. Man sieht auch, wenn man sie hier anwenden würde, ist das sogar noch, ist die Lösung sogar noch ein bisschen kürzer, ja, als diese hier. Und damit kann man es auch machen. Ja, last but not least, das Thema bedingte Formatierung. Ich habe es vergessen, hier rauszulöschen. Ich will es nochmal zeigen, wie kriegt man jetzt das hin, dass er mir hier die Zellen so hervorhebt, so blau, wo ein Rabatt gewährt wurde. Schauen wir da mal rein. Ich markiere hier einfach den Bereich, wo die bedingte Formatierung aktiv ist. Gehe dann auf Start, dann hier auf bedingte Formatierung, Regeln verwalten. Wir sehen hier die Regel und er schaut einfach hier nur nach, ob hier eine Zahl drin steht. Sie sehen, man kann diese Funktion IsZahl auch hier bei bedingte Formatierung anwenden. Gehen wir hier auf Regeln bearbeiten und dann sehen Sie, ich prüfe hier einfach ab, IsZahl hier drüben, ja, also in der Spalte F15. Das geht dann entsprechend mit. Ja, also nicht nur F15, sondern er macht quasi an jede einzelne mit. Und wenn dem so ist, dann mache das blau. Ich mache es vielleicht nochmal. Ich tue es nochmal löschen, die Regel, dass Sie das auch nochmal gesehen haben, wie man das macht. Gehe also auf hier Übernehmen. Jetzt ist sie weg. Jetzt gehe ich auf eine neue Regel und sage hier Zellen formatieren, die enthalten. Jetzt muss ich gucken, wo ist es jetzt hier? Hier, Werte formatieren, der Formel wahr ist, dann gehe ich, sage ich hier ist Zahl. Ich glaube, man muss das, kann ich das von hier aus? Nee, das muss ich wirklich jetzt eingeben. Also ist gleich ist Zahl. Und muss jetzt noch in Klammern angeben, welchen Bereich. Ganz wichtig ist, jetzt muss man die Formatierung, die Fixierung hier rausnehmen, die er automatisch macht, damit das, ups, das ist gar nicht so einfach. Damit das ein relativer Bezug ist und dann eben nicht bei der 15 hängt. Wenn ich die Fixierung lassen würde, wie sie hier am Anfang steht, ja, dann würde er nur gucken, ob hier oben eine Zahl drin ist. Mache ich es relativ, dann wandert das dann entsprechend hier mit. Das ist ein bisschen verwirrend, weil es unschön angezeigt wird. Und jetzt kann ich hier noch was fest, eine Farbe festlegen. Nehmen wir hier blau und fett. Und gehen auf OK. Gehen auf Übernehmen und Sie sehen, es wird hier entsprechend das dann hervorgehoben. Ja, das ist die Regel. Es ist ein bisschen, muss ich gestehen, ein bisschen Trickserei. Ja, man muss halt wissen, dass man hier auch so eine Formel eingeben kann. Da gibt es meines Wissens kein Asterisk, also ihn ist gleich nicht vergessen vorher. Dann muss man, macht er automatisch, tut er das fixieren. Die Fixierung muss man rausnehmen. Und wenn man das hingekriegt hat, dann funktioniert das im Prinzip auch in der bedingten Formatierung, diese Geschichte. Ja, der Rest ist Kinderkram. Ja, hier noch das Ganze aufsummieren und dann die Mehrwertsteuer ausrechnen und so weiter. Das geht, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Das ist jetzt im Prinzip nicht Kern dieser Aufgabe. Wichtig ist nochmal hier oben, das sollte automatisch verknüpft sein. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier die Rabattgrenze runtersetze mal auf 10 Euro, dann wird überall ein Rabatt gewährt. Oder wenn ich sie hochsetze auf 250, dann weniger. Ja. Und natürlich könnte man hier oben, das ist mein letzter Hinweis zu der ganzen Sache, auch den Rabatt noch mit dazu schreiben, sodass ich den Rabatt im Prinzip von hier oben steuern kann und nicht jedes Mal in die Formeln reinrennen muss, was natürlich auch unschön ist. Okay, so viel zu dieser Aufgabe. Ich hoffe, ich konnte erklären, wie man die lösen kann. Und wichtig ist aber auch nochmal hier zum Schluss der Hinweis, es gibt hier viele Lösungsmöglichkeiten. Ja, also ich habe ja zwei hier zum Beispiel gezeigt und es können, bin hundertprozentig sicher, dass der eine oder andere, der vielleicht jetzt nicht das Video sieht, aber die Aufgabe trotzdem löst, dann sogar noch eine dritte Lösungsvariante präsentiert. Mir ist im Prinzip nicht wichtig, dass Sie meine Lösungsvariante verwenden, sondern dass Sie eine Lösungsvariante entwickeln, die zum gleichen Ergebnis führt. Und wenn das so ist, dann wird das auch richtig gewertet. Ja, wenn das Ergebnis stimmt, ist mir das im Prinzip egal, wie Sie da hingekommen sind. Wenn es im Prinzip dasselbe Ergebnis ist allerdings. Okay, so viel dazu.